wir wollen wieder einen Badestrand beobachten und euch vorstellen. Und zwar am Montagna Rocha. Rocha. Und das ist bei El Medano. Da haben wir ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Machen wir auch mal, verlinken wir das Video. Und da kommt man eigentlich relativ gut mit einem Mietwagen hin. Da haben wir auch diverse Videos gemacht. Da verlinken wir auch mal. Ja, das Besondere an diesem Strand ist... Also genau gesagt handelt es sich um den Playa de Tirita und das Besondere ist, ja, direkt hinter dem roten Felsen. Genau, und in Sichtweite vom Aeroporto Sur, sehr weitläufig, man muss etwa 500 Meter auch dahin laufen, Nacktbadestrand, aber man muss nicht nackt baden. Es gibt auch Sonnenschirme und Liegen, die man sich anbieten kann, so ganz lange gibt es das auch nicht. Und hier auf dem Parkplatz haben wir auch mal die legendäre Russenschlacht von 2017 erlebt. Da hat sich ein russisches Pärchen so... Die haben sich ziemlich gefetzt, sagen wir es mal so, ja. Die haben sich auf die Nase gehauen. Aber wir hoffen, dass wir das heute nicht erleben werden und dass ihr immer schön friedlich seid. Aber wir machen jetzt ein paar Bilder und freuen uns auf das kühle Nass, weil jetzt im Sommer ist es doch richtig heiß, ne? Ja, es haut ganz schön ran hier. Also wir freuen uns. So, wir sind durch. Badelatschen braucht man, Badeschuhe braucht man nicht. Ist natürlich windig. Je näher man an den Felsen kommt, je weniger Wind hat da Einfluss. Und auch ein Bademeister oder ein, ja, wie nennt man die? Bandieros oder so, genau. Die waren auch da. Und Salva, wie heißt das? Salva Wiederheiden heißen die hier. Ja, genau. Und man kann baden, Wellengang ist okay, Strömung ein bisschen beachten, aber es ist halt Natur. Wenn euch noch etwas einfällt, was wir nicht erwähnt haben, bitte in die unten bei YouTube in die Kommentare reinschreiben. Da freuen wir uns immer und wir freuen uns über einen Daumen hoch bei YouTube. Ja, das hilft uns auch weiter, den Kanal zu entwickeln. Probiert aus und genießt es. Ältere Immobilienbesitzer, die ihre Immobilie nicht vererben können oder nicht vererben wollen oder die einfach nur Liquidität für den eigenen Lebensabend haben wollen, die können mit uns den Gesamtverkauf anstreben, ohne ausziehen zu müssen. Das heißt, dass ein Nießbrauchrecht zu ihren Gunsten eingetragen wird. Vorher kommt ein Gutachter, bewertet die Immobilie und ein Käufer kauft ihr Haus. Wichtig ist, dass man auch im Kaufvertrag verankern kann, welche Sanierungsmaßnahmen noch durchgeführt werden können, damit Sie einen schönen Lebensabend haben. Rufen Sie uns an. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like bei YouTube da und abonniert dort unseren Kanal Teneriffa Wohnen und Leben. Und immer wenn wir ein neues Video über Teneriffa ins Netz stellen, dann werdet ihr informiert.